Hallo, ich grüße euch zum neuen Video. Es geht heute mal wieder um unseren Frankenstein. Wir hatten ja mal ein Update gemacht, wie es dem geht. Dann waren wir jetzt auf der Rennstrecke, ab da ein paar Einblenden und haben gesehen, dass unser Radlager hier, man hört es auch, ne? Das ist nicht nur die Bremsscheibe, das ist schon das Radlager, was kaputt ist. Das ist nicht gut. Dann hat er hier die Schelle in die Achsmanschette gedrückt. Ich weiß gar nicht, das sieht man, glaube ich, ein bisschen. Die ist da so am Reinschneiden. Oh, Mutti, hallo, ich kann reden. Da fängt es halt an, ist noch nicht schlimm. Jedoch, wenn wir jetzt gerade dabei sind und das Radlager machen, haben wir die Welle eh raus, dann können wir die Achsmanschette gleich mitmachen. Und in dem Zuge passiert das, was ich mir letztes Jahr schon gedacht habe oder wusste, dass das Getriebe ja schwitzt. Ihr seht es ja hier, dass es nass ist mittlerweile sogar. Es fliegt natürlich nach hinten, ich saue mir alles zu. Es wird hier zwischen den Getriebehälften irgendwo rausdrücken aufgrund der Temperatur, der Drücke und. Ist eine Krankheit, weil diese Schrauben sich gerne lösen. Ich habe die auch schon mal ein bisschen nachgezogen, aber ist ja jetzt eh zu spät. Das heißt, wir werden das Getriebe einmal rausholen müssen. Die Schrauben raus, das Getriebe auseinanderziehen, Dichtfläche sauber machen, Dichtmasse drauf und wieder zusammen. Hört sich voll easy an, ist ein Haufen Arbeit und ich hoffe, auf dem Weg dahin passiert nichts. Weil etwas ist schon passiert, aber ist jetzt auch nicht schlimm, habe ich bestellt. Bei mir so ein schönes Getriebeguckloch, nenne ich es einfach mal. Man kann nicht reingucken, diesen Deckel. Und ich weiß nicht, also hier ist nur Gummi, aber man sieht es vielleicht und hört es. Der ist irgendwie aufgebläht. Also richtig ist das nicht. Jetzt habe ich ein bisschen hin und her telefoniert. Diesen Deckel bekomme ich über VW auch neu mit der Spange. War gar nicht mal so leicht, weil es gibt hier verschiedene Maße für über den Ich weiß, dass das Getriebe aus einem S3 ursprünglich stammt, weil aus dem R32, den wir hier haben, das Getriebe passte nicht an unseren 2 Liter, weil das leicht gedreht ist. Deswegen brauchte ich ein Getriebe auch von dem 2 Liter, also Golf 6R Edition 35, S3 oder sowas. Und da haben wir dieses Getriebe dann bekommen aus einem S3. Jetzt habe ich über den Kennbuchstaben mit VW telefoniert. Da habe ich gesagt, ich brauche den Deckel. Laut Kennbuchstabe ist hier aber ein kleinerer Deckel drin und kommt das Getriebe aus dem TT. Ich habe hier aber den großen Deckel drin. So wie er im S3 auch sitzt, wo das Getriebe herstammen soll. Also entweder sind die Zahlen da drauf falsch oder da war schon mal vor meiner Zeit jemand dran und hat da irgendwie was getauscht. Ist mir aber auch egal, weil das funktioniert super. Wir wollen es einfach nur noch dicht haben, werden den Deckel dabei lösen und wir werden euch natürlich mitnehmen. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen was losschrauben. Hier den Aggregateträger einmal schrauben wir los. Da hängt das Lenkgetriebe und die Stabi drauf. Können wir hier mittels der Schrauben alles lösen. Drehmomentstütze raus. Hier an den Achsen die Geschichte lösen. Dann können wir schon den kompletten Aggregateträger drunter wegnehmen. Dann haben wir nämlich mehr Platz. Und dann ist es eigentlich die gleiche Arbeit wie ein Kupplungstausch letztendlich alles. Wir werden das Getriebe losnehmen, rausnehmen. Da werden wir einfach ein bisschen schrauben. Vielleicht guckt da mal rein. Ansonsten ist das gar nicht so spannend. Interessant wird es ja erstmal, wenn wir das Getriebe dann auf dem Tisch haben und auseinandernehmen wollen. Getriebeflüssigkeit haben wir schon abgelassen. Dieser aus fast wie neu. Liegt aber auch daran, dass ich hier eh regelmäßig die Öle wechsle an dem Fahrzeug. Und das Getriebeöl je nach Fahrleistung mache ich eh ein bis alle 2 Jahre. Weil das muss ja auch einfach ein bisschen mehr aushalten. Weil wenn das Auto bewegt wird, dann meistens auf der Strecke und wenig so Straßenverkehr. Deutsch für Fortgeschrittene heute wieder. Schön. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das steht an. Wie gesagt, Ausrücklager, Achsmanschette, Getriebe abdichten, Deckel tauschen. Jo. Jo, wir fangen mal an. Gestern Abend war ich noch lange da. Da habe ich schon mal Aggregateträger. Liegt hinten gerade auf dem Boden, weil wir den Getriebeheber brauchten. Kardanwelle, Auspuff drunter weg, oben Ansaugung. Radlager, das alte habe ich raus. Man sieht es kaum, aber man fühlt es. Es hat halt Spiel. Das ist mit 4 Schrauben, die habe ich jetzt verkehrt rum. Nee, gar nicht. Ist sogar richtig. Sitzt ja eigentlich so. Wir haben das neue schon drin, also die 4 Schrauben raus. Sauber gemacht, das neue Radlager drin. Sag mal, schönes. Man hört es auch hier drin. Man fühlt das. Also ihr könnt das. Also man kann es. Man hört es. Ja, aber. Da, also, da ist schon nicht mehr viel drin. Das lege ich mal weg. Der Rico, der hat eben das Getriebe rausgenommen. Das wollte ich heute Morgen raus haben. Das ist jetzt schon wieder der nächste Abend. Ich muss nachher aber mal nach Hause zum Kind und dann komme ich wieder, mache ich weiter, weil muss fertig. Wir haben jetzt das Getriebe draußen. Wir haben, ist ein bisschen explodiert, wir räumen gleich mal auf. Wir haben die Sachen, die wir ausgebaut haben, schon sauber nebenan auf den Tisch gelegt. Das sind Sachen, die wir später brauchen, noch reinigen werden. Die ganzen Schrauben gelöst.
haben wir oben den Deckel, der gegammelt war, losgemacht. Den machen wir eh neu, weil er gegammelt hat und beim Rausnehmen bleibt er auch nicht heile. Dann haben wir hier quasi die Hauptwelle, die Sprengringe gelöst und haben die mit dem Hammer ein bisschen losgeklopft. Und jetzt können wir, wenn alles gut läuft, ja, können wir so, runternehmen. Oh, ist das nicht schön? Das ist ein schönes Foto. Ja, was wir jetzt nämlich machen, ist diese Fläche hier sauber, genauso wie auf der anderen Seite. Man sieht auch, dass die leicht rau ist. Also die ist so, wie nennt man das, straffiert? Wie nennt man das so? Strukturiert. Strukturiert. Also da ist eine leichte Struktur drin. Auf jeden Fall haben wir dafür extra Getriebedicht, was wir reinschmieren. Guck mal hier, da haben wir Abrieb. Da ist der Magnet. Ist aber auch nicht vieles lächerlich. Den können wir mal rausnehmen, sauber machen. Am Magnet sammelt der, das ist alles Metall hier. Boah, merkt man schon, wenn man reibt, das ist der ganze Metallabrieb. Aber das ist vollkommen normal, weil das Getriebe war vielleicht, wenn überhaupt, einmal in seinem Leben auf. Man weiß es nicht genau. Von den Teilenummern her scheint es mir so. Ich habe gestern nochmal recherchiert, dass Edgar sagt, dass das zwei Autos sind. Ich habe nochmal anderweitig nachgeguckt. Edgar spinnt, das ist nicht aus zwei Autos. Also die Getriebehälften, das ist alles richtig, das gehört so zusammen. Ja, damit wir den Deckel abnehmen können, stimmt, haben wir hier noch den Wahlhebel rausgenommen, den Schalthebel quasi. Den mussten wir eben aus der Getriebeglocke ziehen, weil der sitzt ja sonst hier drin. Und hier rüber kann der dann letztendlich, beziehungsweise hier hinten, hebt er den und wechselt darüber dann halt die Gänge in den einzelnen Zahnrädern. Ja, wir machen das jetzt sauber, kommt Dichtmasse drauf, wieder zusammenschrauben. Und rein damit. Gerade sind dabei mit dem Cuttermesser ganz vorsichtig hier an den Ecken den alten Dreck und so minimale Klebereste, die da vorhanden waren, abzuschürfen, dass wir hier gleich unsere Dichtfläche so plan wie möglich haben. Wenn wir das dann zusammensetzen nachher wieder und den Kleber zwischen haben, dass das auch sauber aufliegt und dann hier, wo die ganzen Schrauben saßen, wie hier, da ist überall auch noch so ein Kleberestkram drin. Den ziehen wir uns da mal so gut wie es geht raus. Damit wir nachher, wenn wir die Schrauben durchdrehen, nicht den Dreck wieder in unseren neuen Kleber drücken, weil das sind ja alles Fehlerquellen. Und Rico hat gerade jetzt mit einem ganz, ganz feinen Schleifpapier, was er jetzt nass ein bisschen die Dichtfläche anschleift, weil wenn wir hier trocken schon mit einem Tausender drüber gehen würden oder mit einem Radiergummi, dann würden wir hier schon die Struktur uns ein bisschen kaputt machen. Die wollen wir gerade haben, weil das ist ja auch nachher so mit die Haftfläche vom Kleber, weil umso rauer die Oberfläche ist, umso mehr Fläche habe ich ja, die kleben kann, als wenn die Fläche nur glatt wäre. Weil so habe ich ja eine viel größere Fläche dadurch, dass das leicht angeraut ist. Somit habe ich auch nachher mehr Halte- und Klebefläche letztendlich. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier den ganzen Dreck wegmachen. Und ja. Das heißt bloß nicht, falls man mal sowas machen sollte, auf dieser Fläche trocken rumschleifen. Nee, die macht man sich sofort kaputt, das wäre doof. Jetzt gucken wir, dass wir erstmal hier ein bisschen Dreck wegkriegen. Genau, Struktur muss drinnen bleiben, weil das der Kleber haftet, wie Björn gerade auch schon sagte. Weil die Fläche einfach größer ist, wenn ich jetzt einfach glatt schleife und es zusammendrehe, drücke ich mir den ganzen Kleber raus. Ich habe keinen Kleber mehr dazwischen. Das ist schon öfters vorgekommen. Also auch bei Motorenhälften teilweise, ne? Motorrad, Motorenhälfte zusammengeklebt, Struktur raus, zusammengedrückt. Keine Dichtmasse mehr. Quillt alles nach außen, nach innen raus. Wenn es in dem Getriebe ist, ne, kannst du beim Schaltgetriebe nicht ganz so schlimm, aber Automatikgetriebe kannst du aber schon mal das Getriebe wird versauen. Wenn da die Dichtmasse schön reinläuft, ja, dann hast du Spaß. Dann hast du, setzt dir alles zu. Deswegen Dichtmasse ist am besten auch, ja, auch motorenmäßig, ne, immer meistens, wo es gut wie es geht, nach außen, dass es nach außen rausdrückt. Löcher klar zumachen, aber dann möglichst weit nach außen, dass es nicht rein, sondern lieber rausquillt wie rein. Beim Motor- oder Automatikgetriebe, DSG, hast du ganz feinen Ölbohrung. Wenn diese, das wird so krümelig, ne? Schon, da haben wir jetzt irgendwo was. Ich glaube, das ist schon weggeschmissen. Hier siehst du das auch. Das ist diese Dichtmasse, ne? Und wenn das krümelt, das setzt sich überall rein. Das setzt hier alle Ölbohrungen zu. Und wenn das irgendwo so im Lager liegt, ist das auch nicht gerade schön fürs Lager. Deswegen sollte man sich ein bisschen Zeit, nicht zu rabiat, bloß nicht mit der Schleifmaschine drauf. Habe ich auch schon mitgekriegt.
Aber wir machen das ordentlich. Ja. Ja, gut, dann. Das haut sich Chef sein Auto. Mhm. Ja. Dann viel Spaß. Die Firma ist sein Auto. Ja, wir wollen Tag 3. Wir haben gestern irgendwie nicht wirklich was geschafft. Vorgestern habe ich es zerlegt, gestern haben wir es rausgeholt, auseinandergenommen, ein bisschen sauber gemacht. Ich habe heute früh noch sauber gemacht. Jetzt sind wir mit dem Kundenportfolio erstmal so weit durch, dass wir hier wieder ein bisschen weitermachen können. Ich habe hier noch den alten Simmering, Auslassseite, Fahrerseite rausgekloppt, der saß hier. Der war zwar dicht, aber wenn wir es jetzt eher auseinander haben, wäre es dumm, den nicht neu zu machen, weil das ist ein paar Euro-Artikel. Den machen wir mit. Ja, die Dichtflächen, wie gesagt, haben wir sauber. Hier diese Getriebeglocke oder Seite habe ich auch gereinigt, auch von innen, soweit es ging. Habe jetzt nicht zu viel gemacht, einfach nur den groben Dreck auf dem Waschtisch ab. Dichtfläche haben wir sauber geschliffen, ein ganz feinen Papier, dass die Struktur, wie schon erzählt, bleibt. Ja, jetzt werden wir hier den Kleber auftragen. Und dann schrauben wir das Ganze mal wieder sachte zusammen. Dann kommt der neue Simmering rein und dann können wir Stück für Stück wieder von dem wunderbaren Getriebe zusammenbauen. Ich hatte erst mal überlegt, ob wir hier auch alles zerlegen, aber ich denke mit Downtouch Running System, es hat funktioniert. Wir lassen das so, wie es ist. Wir dichten es jetzt einfach ab und dann ist gut. Don't touch the running system. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Ja, wir haben es schon mal zusammen, die Schrauben hier. Alles über Kreuz angezogen und ja, hier. Wir haben gerade noch eine Schraube über gehabt, wie das manchmal ist. Und haben uns gesagt, Alter, wo gehört die hin? Haben mit vier Augen, besser gesagt, alles abgesucht. Jetzt haben wir es aber gefunden. Haben wir da unten versteckt. Ja, 15. Zack, drin. So. Jetzt haben wir alle mit Drehmoment angezogen, das ist soweit zusammen. Jo, jetzt stellen wir es mal hin, können den Simmering, dann kommt er hier für die Antriebswelle das gute Stück gleich wieder rein. Das haben wir uns ja hier an die Seite gestellt. Schaltwelle. Wir können auch erst die Schaltwelle, weil es gerade so steht eigentlich. Ne? Ja, machen wir erstmal die Schaltwelle hier oben rein. Und dann müssen wir hier auch noch die Sprengringe, das machen wir gleich. Dann kommt der neue Deckel drauf, neuer Sprengring. Ja, genau. Für was ist dieser Deckel überhaupt? Der? Ja. Anschließend. Nein, der Deckel muss da sein und wäre auch mein Fehler gewesen, hätte ich nicht bestellt, wenn er noch gut ausgesehen hätte. Ich hatte ihn ja bestellt, weil er schlecht aussah, aber ich musste ihn losmachen, weil hier ist ja die Hauptwelle eigentlich, die geht ja lang durch. Ist ja hinten mein Zapfen, der quasi von der Kupplung, also hier sitzt ja die Kupplung halt drin und hier ist ja der Kraftschluss letztendlich und das ist halt quasi die Hauptwelle und die wird hier hinten mit dem Simmering ja das Lager auch noch mal geklemmt und hätte ich den Deckel nicht rausgezogen, den Simmering nicht losgemacht, hätten wir es nicht auseinanderziehen können. Müssen wir gleich die Hauptwelle hier eben wieder gucken, obwohl ne, die sitzt. Hat ein bisschen Spiel, drücken wir zurück, kommt hier die Welle rein, hinter sind ja auch Lager, dann hält die nämlich und wenn man den Deckel loshaben will, dann muss man ihn halt kaputt reißen. Ich hole mal eben den neuen raus, müssen wir hier noch ein bisschen putzen. So, warte. Nicht, dass ich jetzt noch extra. Der will nicht. Original VW-Teile hier. So, zum einen machen wir gleich noch sauber. Der dichtet hier außen und hier in der Mitte. Zeig mal. Seht ihr meinen Finger? Da kann man halt durchstechen. Muss man auch, um den loszumachen. Damit man den dann halt rausreißen kann. Und da kommt auch nochmal ein Sprengring vor. Aber das machen wir gleich. Jetzt setzen wir erstmal die Schaltgabel ein, worüber wir ja die Gänge wählen. Und dann können wir es gleich wieder auf die Seite drehen und den Rest zusammenbauen vom Getriebe. Darf ich? Ja. Ja, schön Dominik. Fein gemacht. Hauptsache es kommt ins Video, das Bäuerchen. Bitte. Ja, muss auch mal sein, ne? Ja, Radlager haben wir drin, habt ihr gesehen. Getriebe ist wieder zusammengeklebt, geschraubt, ist soweit alles fertig gebaut. Tut's, denke ich. Öl machen wir rein, wenn es drin ist.
Jetzt haben wir noch eine Achsmanschette zu machen. Wo war es denn hier außen, ne? Da, die fing an hier zu talken. Hallo, ich bin's. Ah. Das ist schön flutschig, glitschig, das Loch. Ist richtig schön geschmiert und gefettet, aber das soll da gar nicht. Deswegen machen wir die auch noch eben neu, wenn wir da eh schon bei sind. Hier haben wir nämlich die neuen Dingen. Die kommt da gleich hin. Das machen wir jetzt eben. Und dann fangen wir an einzubauen. Krimpeln die auch von da außen? Ja, ich wollte erst mal hochverziehen, dass ich überhaupt hinkomme. Die doch. Ach die, ich habe Einweghandschuhe auch, ne? Das ist scheißegal. Waschmaschine. Ich habe eine Wischschere, wenn du möchtest. Na, ich habe ja keinen Seitenschneider mehr. Wo meine Wischschere? Mein Short. Ich guck mir das gerade einfach mal so an, aber hier die Geflügelschere. Oh. So eng gibt's nicht, es gibt die Geflügelschere. Hm? Was? Für zu der Geflügelschere. Mhm. Ich öffne dir die Spalte ein bisschen. Ja, mach mal hier die Kimme auf. Ich reiß es dir auseinander. Hast du jetzt auch nicht gekriegt? Nein. Das ist schon schmierig. Oh, guck mal. Wichtig ist auch, wenn ihr seht, dass das so ein bisschen undicht ist, gar nicht lange warten, einfach direkt machen. Weil wenn das Loch größer wird und das Fett da raus ist, ich sag mal, da kommt noch schlecht Wetter, Regen mit rein, dann ist ganz schnell euer Gelenk defekt. Und ich habe schon Autos gehabt, da hast du das Gelenk nicht einzeln gekriegt. Da musst du die ganze Welle kaufen. Das sind mal ganz schnell, je nach Auto, wenn es billig ist, vielleicht nur 300 Euro. Die liegen mal schnell bei 700, 800 Euro, so eine Antriebswelle, je nach Auto. Also variiert sehr stark. Auch selbst so ein Gelenk liegt auch schnell um die 180 irgendwo mal. Deswegen einfach fix machen, Achsmanschette für eine schmale Mark kaufen, wechseln, neues Fett rein, alles cool. Na, jetzt eben machen wir das Grobe weg da, machen wir gleich den Rest sauber. Dann müssen wir die nämlich einmal eben runterschlagen. Die sind nicht mit so einem Sprengring gesichert, aber den haben wir auch neu. Das wird dann alles getauscht, das sehen wir hier vorne. Das ist ein komplettes Achsmanschetten-Set. Die Achsmanschette selber, die Schraube nachher für die Antriebswelle neu, die beiden Schellen. Und hier haben wir den Sprengring, der außen sitzt. Hier auch nochmal die Zentrierung, die hier hinten sitzen, die Ringe. Jo. Geil, ne? Is it. Aber dann will die oft nicht zurückgehen. Heul leise. Heul leise, Eiche. Ja. Chantal, wein leise. Chef, ja? Ich bin krank. Chef, Unfallbogen. Dann musst du Selbstgespräche führen. Ja, ich drehe gerade einmal den Motor durch. Ich bin nämlich gerade auch schon am Getriebeöl auffüllen, damit schon mal etwas drin ist. Guck mal, da suppt er. Ah. Wehgetan. Ja, wenn ich drehe, läuft's raus. Ja, es ist schon gleich wieder fast 9 Uhr. Getriebe ist drin, Aggregateträger unten ist drunter, weil der ja auch raus war, wenn wir vor Achsvermessung machen, weil durchs Vermitteln kann man ja noch den Sturz einstellen. Wobei durch das Clubsport haben wir eh Uniballdomlager, worüber wir auch den Sturz einstellen können. Deswegen werde ich den Aggregateträger nicht weiter vermitteln, weil das bringt vielleicht 10, 20 Minuten, wenn es hochkommt. Das kann ich besser hier oben rüber alles nachher machen. Aber ehe ich den vermesse, werde ich noch ein bisschen weiter bauen. Kupplung ist entlüftet, funktioniert auch schon wieder. Jetzt muss noch Radhausschale rein, Unterboden, hier oben die Ansaugung. Ja, da ist auch schon fast, ist einfach nur noch Fleißarbeiten. Wenn das alles zusammen ist, dann können wir Achse vermessen. Jedoch werde ich damit noch warten, weil wir brauchen erstmal neue Reifen. Auf den Reifen, wo er jetzt steht, macht es keinen Sinn, eine Achsvermessung zu machen. Ja, ich baue noch ein bisschen und dann gucken wir mal morgen eben kurz, ob der wieder vorwärts und rückwärts fährt und wie sich's anhört.
oder ob das Getriebe nähen sah. Läuft schon? Ja, moin. Ach so, hi. Ja, wir haben das Video vor einiger Zeit gedreht und es sind ein paar Tage vergangen und wir haben gar kein Schlusswort mehr gemacht, weil wir hatten es ja nur eingebaut, haben gesagt, wir testen es. Ich bin schon mittlerweile gefahren, war auch zwischendurch auf jeden Fall auf der Nordschleife schon wieder. Ich weiß noch nicht, wie oft. War auf jeden Fall ein paar Mal mit dem Auto und Getriebe ist dicht, also alles richtig gemacht. Katsching. Wollte noch mal so ein kleines Resümee sagen, weil wir haben Radlager ja passt ja auch, das wurde auch gemacht. Radlager stimmt, haben wir auch gemacht, das ist auch alles Taco, weil ich hatten, boah, wo musste ich denn neulich auf der Bühne? TÜV war ich, genau, Hauptuntersuchung hatten wir. Ha, da haben wir nämlich noch alles nachgeguckt und Katsching, alles Tacho, keine Mängel. Neue Plakette ist hinten dran. Jo, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wenn ihr mal Hilfe braucht, irgendwas, meldet euch, ruft an. Ansonsten hier abonnieren, Instagram auch vor allen Dingen ganz wichtig. Da haben wir immer ein paar Reels schon zu den Videos oder von den Videos, genauso wie wir da schon vorher posten, was passiert, was ihr demnächst vielleicht seht. Ansonsten tschüss und einen schönen Abend wünsche ich euch.